Liebe Freunde, freudige Tage begegnen uns auf der Schavottfest hin. Auf der einen Seite die große Freude darüber, dass vier Geiseln in einer schwierigen militärischen Operation am Schabbat, vergangenen Schabbat, befreit werden und heil nach Hause gebracht werden konnten. Auf der anderen Seite gehen wir auf das Schavottfest hinzu. Und an diesem befand sich das jüdische Volk, das Volk Israel, am Fuße des Berges Sinai. Gott fragte es, wollt ihr die Tora empfangen? Und die Antwort fiel folgendermaßen aus. Das ganze Volk gemeinsam antwortete, alles, was Gott uns sagen wird, möchten wir tun. Hier ist ein doppelter Ausdruck, der eigentlich überflüssig ist. Kolam Yachdav, das ganze Volk gemeinsam, sind zweimal dasselbe. Das weist uns darauf hin, dass die Tora nicht nur an bestimmte Teile im Volk gegeben wurde, nicht nur an die Gelehrten, nicht nur an die Reichen, die es sich leisten können, die Tora zu lernen. Die Tora ist für uns alle da. Gemeinsam sollen wir lernen, gemeinsam an ihr teilhaben. Und deswegen darf ich Sie gerne einladen, wenn Sie dieser Tage in Wien weilen, daran teilzunehmen, mit uns gemeinsam Schavuot zu feiern. Kommen Sie in den Stadttempel, lernen wir in die Schavuotnacht hinein mit Kurzbeiträgen, Shiurim. Am Mittwoch, am ersten Tag, am Nachmittag werden wir mit Familien und Kindern gemeinsam ein Torah-Erlebnis haben, denn die Torah ist für uns alle da. Mögen wir gemeinsam freudigen Tagen weiter entgegengehen. Chag Shavuot Sameach.